Moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Ja, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir gucken heute, dass es hier irgendwie weitergeht. Wir suchen immer noch, wo sind wir denn? Wir sind da. Irgendwie ein Auto, ein Fahrersitz. Irgendwie. Ja, ich sage, also beim letzten Mal, ich hatte zwar überlegt, einen zu kaufen, aber ganz ehrlich, nee, kaufen ist ja nicht das, was man eigentlich will, ne? Ich würde sagen, wir gucken, dass wir jetzt heute weiterkommen oder wieder zurückkommen. Dann gucken wir heute mal, weiß ich nicht, nochmal in der Stadt danach. Ansonsten laufen wir nochmal hierhin zurück und oder hier oben nochmal gucken, weil irgendwo müssen wir doch mal irgendwann so einen blöden Fahrersitz finden. So, und ja, einen Großteil haben wir ja verkauft an Klamotten. Ne, haben wir doch. Ne, wir haben nichts verkauft, hä? Doch, wir hatten doch. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was verkauft und ein bisschen Geld gemacht. Das auf jeden Fall. Doch, ich glaube, wir hatten einen kleinen Rucksack noch gefunden, ne? Oh Gott, irgendwie. Ich weiß gar nicht, was wir genau in der letzten Folge noch gemacht haben. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Und dann gucken wir mal. Ja, wie gesagt, ein Fahrersitz wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber es ist auch irgendwie kein Boot da, ne? So wie es aussieht. Das ist schade. Dann machen wir mal eben ein bisschen hier Ausdauer regenerieren. Ich sage, wir finden auch gerade kein Boot irgendwie oder sowas, ne? Das wäre ja vielleicht noch mega toll, aber nee, auch nix. Weil mit einem Boot könnte man ja notfalls die Uferstädte oder die ja doch Uferstädte abfahren. Aber ja, das Problem ist halt wahrscheinlich. So, das Problem wird wahrscheinlich sein, dass auch wenn wir da einen Sitz finden würden, wahrscheinlich dass der Sitz gar nicht ins Boot passen würde. Na toll, der nächste. Mann. Stoffwechsel, da gucken wir mal. Okay, wieder eine C1. Ja, das Problem ist halt, wenn man nicht zur richtigen Zeit am richtigen, weiß ich nicht, in der richtigen Garage ist, werden wir wahrscheinlich eh nichts finden. Es ist, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das Beste wäre echt wahrscheinlich zu kaufen, aber zum einen mit 5.298 Dollar glaube ich nicht, dass wir ein Boot kriegen und mit 37 Ruhmpunkten schon gar nicht, weil ich glaube, das Erste, was man kaufen kann, ist mit, ich weiß nicht, 40 Ruhmpunkten. Ich weiß aber auch nicht, ob das beim Fahrzeughändler ist mit 40 Ruhmpunkten oder ob wir dann noch mehr Punkte für brauchen.
Hier ist leider, obwohl wir hätten hier eine Benzinkanister. Der wäre doch schon mal sehr schön. Den könnten wir auf jeden Fall schon mal gebrauchen. Definitiv. Dann gehen wir gleich da hinten an der Tanke am Wasser den mal voll machen. Dann hätten wir zumindest schon mal Sprit. Dann hätten wir schon mal einen der Probleme behoben. Wenn wir jetzt natürlich auch noch einen Sitz finden würden, jetzt gerade so. Ich gucke auch gar nicht mehr rein, wenn ich ehrlich bin, in die Klamotten, weil wir müssten auf jeden Fall die Hälfte hier irgendwie wegschmeißen. Haben wir eigentlich irgendwas an Geld noch dabei? 58 Dollar, ja. Das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Na super, hier liegt Leica Body, das ist doch kacke. Obwohl, warte mal, hier ist auch eine Batterie, ne? Oh Gott, ey. Ausrüsten. Ausrüsten, weg damit, weg damit. Brauche ich auch nicht, das hier runter, das dahin, ist da, darüber, das da, das weg. Können wir die schon mal mitnehmen. So. Ja, obwohl, warte, dann können wir auch das Nachtsicht wieder ausziehen, das brauchen wir dann gar nicht, so. Ist alles so ein... Ich sag mal, Rotz. Ach du heilige Scheiße. Ja, wenn ich mir angucke, was da für ein Gott, ey. Aufstand ist gerade. Wir können es ja mal leise probieren. Mehr wie sterben oder wie war das, können wir nicht. So. Ah, der ist da. Ich habe mal ein bisschen Glück. Aber auch nur vielleicht. Ich würde es tatsächlich feiern, wenn die jetzt alle drauf gehen. Ich würde mal vermuten, alle mit einem Streich. So. In die Hände nehmen. Das nehmen. Das nehmen. So. Ist geil. Jo, alles schön aufgereiht, alles kaputt, alle tot. So. Warte mal, wenn man das da hochpackt und das da hochpackt, müsste doch das da auch reinpassen, oder? Und dann packen wir das da runter, packen wir das da rein, so, dann haben wir das auch schon mal. 40 Liter Sprit, dann wieder zurück zum Auto. Oh Mann, ey, wie ich das hasse, ne? Das ist... Aber wir sind schon ein kleines Stückchen weiter.
Wir haben schon mal Batterie und wir haben Sprit. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einen Sitz finden. Das andere Problem ist natürlich, wenn wir jetzt da irgendwo einen Sitz finden, müssten wir wahrscheinlich hier alles rausschmeißen. Oder den Großteil. Das ist, ja. Da müssen wir auf jeden Fall komplett neu planen. Und bis wir dann wahrscheinlich beim Auto sind, ist, weiß ich nicht, mein Charakter total tot, erschöpft, keine Ahnung was. Wir sind ja jetzt schon komplett überladen. Scheiße. Na, zumindest eine Türe hätten wir. Aber auch nur eine Fahrradtür, die brauchen wir nicht. Wie viel Kilo schleppen wir jetzt eigentlich mit uns rum? Nur mal so 60 Kilo, okay. Naja gut, wir haben Wagenheber dabei, wir haben die Batterie dabei und wir haben einen Benzinkanister dabei, ne? Ah, das ist schon wieder. Naja gut, dann werden wir jetzt wohl einiges brauchen, bis wir drüben in der Stadt sind und das Auto schon mal tanken können und so. Ich freue mich schon auf die tollen. Warum geht die Geschicklichkeit runter? Ich weiß es nicht. Sind wir? Ach, wir sind überfressen, okay. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn gerade gefressen, dass wir so überfressen sind? Reis. Könnte, dürfte eigentlich nicht, aber egal. Wir versuchen weiterhin unser Glück. Ich würde sagen, wir weggucken jetzt, dass wir so ab 50% immer mal ein bisschen Päuschen machen, weil zum einen regeneriert es vielleicht ein bisschen schneller und wir haben zumindest, ich sag mal, theoretisch eine Chance gegen die Zombies, wenn die kommen. Aber ich finde es immer noch, also ich feiere es gerade immer noch echt so mit dem Sprenger da vorne, dass wir direkt alle Viecher, fast alle Viecher auf einmal weggekriegt haben. Der eine musste ja unbedingt da hinten stehen bleiben. Aber ich fand schon diese Ansammlung da an der Tanke ziemlich, ja. Spooky, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Problem ist, wir bräuchten ja einfach nur hier querfeldein, ne? Wenn da nicht das ganze Meer wäre. Wir müssen jetzt einmal ums Meer, das ist so ein Mist. Es ist heute echt nicht lustig hier. Müssen wir auf jeden Fall gucken. Na. Wenn man wenigstens irgendwie hier übers Meer abkürzen könnte. Na klar, wir könnten jetzt uns eine kleine Brücke hier rüber bauen, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, das würde mehr an Zeit in Anspruch nehmen, als wenn wir jetzt einmal rumlaufen würden. Das ist. Ja, aber gut, es gibt halt nicht immer überall Brücken.
Den ist jetzt halt so. Ist das da oben ein Zombie? Ja, ich glaube, da unten ist auch ein Zombie. Ja, super. Das heißt, ein Zombie haben wir gleich auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe, wir können an dem vorbeischließen. Ich glaube es, aber schließen. Gut. So. In die Hände nehmen. Und das Schlimme, das wirklich Schlimme ist ja, ne, dass sich der Weg hier so verdammt lang hinzieht. Das ist. Also, das weiß ich wie gesagt nicht. Es ist ein bisschen nervig. Aber ja, durch fördert zumindest, hoffe ich mal, Ausdauer und Stärke und so. Und dies wäre zumindest mal lustig. Was heißt lustig? Aber es wäre schön. So, jetzt warte mal, der 53, 55, 57, 58, fertig. Haben wir eigentlich noch irgendwas zu essen? Weil ja, wir hätten das dann noch. Also ich gucke jetzt nochmal und trinken hätten wir zur Not auch, ja. Für den Fall. Oh, ich sollte vielleicht mal nicht so auf den Steinen laufen. Wir gucken halt, wie gesagt, für den Fall, dass wir vielleicht noch ein bisschen Essen trinken müssten. Ja, trinken vielleicht. Essen haben wir zurzeit noch ziemlich voll. Ich sage zu der Stadt, wo wir jetzt gleich laufen, hier dieses Örtchen, da habe ich halt schlechte Erfahrungen drin oder dran. Da bin ich ja jetzt schon zweimal gestorben. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie Richtung Garage wollte oder so, kam irgendein Zombie und urplötzlich hatte ich dann drei, vier Zombies. Gucken wir mal, dass wir es heute besser machen. Weil sterben mit Benzinkanister und dem ganzen Zeug möchte ich jetzt eigentlich nicht. Könnten wir, ja, wir könnten zwar querfeld einlaufen, aber ich glaube, da hinten, ne, das ist. Und da sind schon wieder zwei Airdrops. Da ist noch einer, ja, leider nichts in der Nähe, das ist mein Problem gerade. Also mit meinem großen Squad, mit dem anderen Char, habe ich das Glück, wir wohnen hier irgendwo B0. Wir haben irgendwie gefühlt ständig Airdrops in der Nähe und, ja. Es ist schon ulkig. Obwohl, wir könnten doch hier abkürzen, oder? Glaube ich zumindest. Ja, man kann abkürzen. So. Eigentlich müssten wir auch mal schauen, wie sieht das eigentlich mit dem. Ah, da, okay, das ist C1, Erschöpfung C1. Ich sage, hier hat irgendjemand gebaut. Ich weiß nur nicht, ob jemand die Flagge gesetzt hat oder irgendwo eine Flagge gesetzt hat, weil ich sehe hier keine. Vielleicht da im Busch oder so. Aber es ist ja auch egal. Bei uns ist ja Flaggenübernahme verboten.
No. Ich weiß auch nicht, warum ich mich jetzt schon wieder hingeschmissen habe. Eigentlich Blödsinn, man kann es doch auch im Stehen. So. Wir sind schon relativ nah an der Stadt. Da müssen wir gleich auf jeden Fall mal gucken. Wäre schön, wenn wir da weiterkommen. Es war da zügig so ein bisschen. So, und weiter geht's. Wir hörten ja nicht schnell laufen. Wir sind schon relativ nah dran. Also zumindest laut Karte. Aber es ist ja immer so, laut Karte ist man, keine Ahnung, nah dran und dann ist es doch noch 100 Kilometer entfernt, je nachdem, zu welchem Maßstab man Landkarte nutzt. Versuche jetzt mal den Zombie zu entgehen oder umgehen. Ich hoffe, ja, scheiße, mit umgehen ist so eine Sache, ne? Sag mal, was stimmt mit den der Zombie-Tusse hier nicht? Die da oben kriege ich ruckzuck umgehauen, also die eine hier und die andere. Wir brauchen 191 Schläge mehr. Das war doch jetzt schlechter Scherz. Ja, zumindest hat es ein bisschen Geld. Hier ist der Kanister. Ich versuche jetzt einfach den hier. Es hat gut geklappt, in die Hände nehmen. So, um switchen hier. Gucken, dass wir jetzt unsere Pfeile wieder kriegen. Wunderbar. Wir könnten natürlich, ich habe doch das Auto hier hingeschoben, ne? Wir könnten natürlich gucken, dass wir hier außen drum vorbeilaufen. Erstmal das Zeug alles ins Auto legen und dann durchsuchen gehen, ob wir da irgendwas finden. Ich glaube, das wäre die cleverere Idee, weil so sind wir verdammt schwer beladen. Laut, Zombies hören uns. In 3 Minuten in A1. Ja, das ist auch ein bisschen weit weg. Da unten sind noch ein paar Zombies. Also ich glaube, die Kiste, die wir letztens woanders stehen lassen haben, die dürfte mittlerweile wahrscheinlich auch weg sein. Da unten steht unser Auto zumindest schon mal.
Also wir haben schon mal zumindest eine Batterie, die Kraftstoffkanister und Wagenheber. Was uns natürlich ziemlich weiterhelfen würde. Und wenn wir jetzt noch ein... einen Fahrersitz finden würden, wäre das super toll. Ansonsten müssen wir wirklich mal nächste Zeit andere Richtung gucken. So, das rein, das rein, das rein. Das Nachtsicht brauchen wir ja. Das kann hier rein. Das packen wir dahin. Das bleibt, das bleibt. Haben wir eine Pistole? Ja, haben wir aber nicht die. Schmeißen wir das einfach mal darüber. Das tun wir da, das da. Irgendwo läuft da ein Zombie rum. Das wäre für die Pistole so. Ah. Obwohl, warte mal, die goldene Karte können wir, sehe ich gerade, auch darüber schmeißen. Das dann hier rüber, das dahin. Das brauchen wir alles. Warum schleppe ich eine leere Flasche mit? Weiß ich auch nicht. Tiefkohle, weiß ich nicht, die packen wir mal da rein. So. Dann würde ich sagen. Wo ist er denn? Da. Würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal die Garagen an. Wenn nicht, müssen wir vielleicht das Auto wirklich wieder in die andere City schieben. Und gucken, dass wir dann da irgendwie von da aus wirklich weiter in die hier in die Stadt kommen oder da mal hinkommen und irgendwo vielleicht dann. Fahrersitz zu finden, weil hier irgendwie scheinen ja gar keine Fahrersitze zu spawnen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde hier alles, aber keine Fahrersitze. Hier ist auch kein Fahrersitz. Super. Ich liebe es. Ja, genau. Und hier ist das, wo ich immer in der Kurve sterbe eigentlich. Weil genau dieser Zombie hier immer ankommt. Also nicht dieser genau hier, ne? Aber... ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich hier den Zombie hatte, der mich hier angegriffen hat und dann nur plötzlich einer von hinten und einer von vorne noch kam. Und da bin ich jetzt schon ein paar Mal bei drauf gegangen. So, dann gucken wir nochmal. Hier ist noch eine Garage. Und ich glaube, es gibt nur wirklich die zwei hier, ne? Auch ernsthaft, ist es so gemein, echt. Definitiv schieben wir das Auto wieder in die andere Richtung. Das ist, ey, das lohnt sich hier überhaupt nicht, obwohl ich der Meinung war, dass hier mehr wie zwei Garagen waren eigentlich mal. Aber ich kann mich auch täuschen. Also die eine ist da hinten, die ist hier und eine dritte sehe ich gerade ehrlich gesagt auch gar nicht. So, dann schauen wir weiter. Gut, dann müssen wir wirklich jetzt da hinten hinschieben, weil es bringt ja nichts. Es bringt wirklich nichts. Auto hier stehen lassen ist auch kacke. Weil dann die spawnt der vielleicht auch irgendwann. Achso, wir sind übrigens schon. Ja, wir müssen hier in die Putsch. Das Auto immer hin und her pushen, das ist.
Weiß gar nicht, obwohl doch anscheinend, aber nicht Kraft oder was, das ist irgendwie, finde ich schon ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich müsste das ja auch Kraft fördern, wenn man so ein Auto mal alleine schiebt, braucht man natürlich auch Kraft dafür. Obwohl doch, wenn man wirklich schiebt, ja. Ich hatte ja eben nur mal angeschoben und das Auto rollen lassen. Natürlich kriegt man dann nichts dafür, das ist klar. So, wie gesagt, wir schieben das Auto dann doch wieder hierhin zurück. Und dann gucken wir doch mal, dass wir da rüberkommen. In der Hoffnung. Ja, hochkriegen wir das Auto leider definitiv nicht. Das ist das größte Problem. Warum habe ich eigentlich nur noch 47 HP? Ach so, wahrscheinlich, weil ich. 47, 71. Wahrscheinlich, weil ich eben eine abgekriegt habe. So, und dann gucken wir jetzt auf jeden Fall mal hier. Ja, ich glaube definitiv ganz hoch kriegen wir das Auto nicht geschoben. Was ist das? Wo bin ich? Hallo? Ich bin nicht mehr da. Das ist auch gut. Wo ist der mein Charakter? Was macht er denn der? Keine Ahnung. Den warten wir jetzt einfach mal hier auf die Dinge, die da noch kommen. Falls da noch was kommt. Was ist denn jetzt hier los? Hä? Wie öffnen? Hallo? Was geht denn jetzt hier ab? Irgendwie gefühlt gar nichts. Toll, was muss ich jetzt machen? Reloggen oder was? Och Mann, das ist doch. So, sorry Leute, ich muss mal kurz reloggen, weil irgendwie stimmt hier was überhaupt nicht. Das ist doch. Was war denn das jetzt? Charakter ist urplötzlich weg. Man wartet bis. Bis die regeneriert hat und man kann nichts machen, geht man auf Öffnen, urplötzlich öffnet die Kiste automatisch, also vorne Motorhaube, das ist irgendwie gerade spooky gewesen, das, keine Ahnung. Verbindungszeit abgelaufen, ja, nö, ist in Ordnung, was ist denn jetzt kaputt? Jetzt komme ich nicht rein, weil wegen. Was auch immer. Ah, jetzt hört sich das hoffentlich ein bisschen besser an. Vor allen Dingen das Problem ist, wenn das so passiert. Auto steht ja jetzt offen, es kann jeder ins Auto. Also irgendwie fand ich das jetzt doch ein bisschen merkwürdig, bin ich ja ganz ehrlich, Busch. Oh Gott, ey.
Nein, 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 nicht rückwärts. Rückwärts ist schlecht. Das Problem nach wie vor ist, wir kommen ja da nirgendwo hoch, ne? Ach, scheiße. Es dauert Ewigkeiten. Und definitiv bin ich der Meinung, dass es nicht weitergeht. Warte kurz, wir haben angeblich sehr viel Durst, dann trinken wir mal eine ganze Flasche Wasser. So. Aber das Problem, ganz ehrlich, ist, wir können das Auto hier auch nirgendwo hinstellen, ne? Das heißt, also ganz ehrlich, ich würde ihn definitiv da unten jetzt erstmal in die Büsche packen. Bin ich ganz ehrlich. Ah, Binsela Busch. Hallo, 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 hallo. Stehen bleiben, so. Das Ding hier schließen. Dann Handwerk. Bauen was. Da ist das Teil hier hin. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt halt wirklich, dass wir, ich weiß nicht, irgendwie hier oben in die Stadt kommen. Oder hier in die City. Ist zwar ein bisschen Fußweg, aber ja. Müssen wir halt gucken. So. Ist Hammer. So, einmal, zweimal, dreimal, weiter geht's. Nehmen wir den doch auch direkt mit hier. Geht denn nix. Durchsuchen. Ja, das Problem ist halt auch immer, ne? Ich könnte ja jetzt, oder ich hätte ja eben sagen können, wir lassen das Nachtsichtgerät im Auto liegen. Brauchen wir ja zurzeit nicht. Nee, brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber je nachdem, wann ich jetzt vielleicht dann dazu komme, die nächste Folge aufzunehmen, brauche ich es dann doch wieder. Wenn wir dann eine Nachtfolge haben, obwohl wahrscheinlich ist bis dahin die Batterie eh schon wieder leer. Ich kenne mich ja. Obwohl die nächste Folge muss ich ja schon, weiß ich nicht, nachher, heute Abend, heute Nachmittag aufheben, weil ja, die Folge hier ist ja wieder tagesaktuell. Heute ist der 16.8. Wir haben es gerade 7:53 Uhr. Apropos 7:53 Uhr, in 7 Minuten geht der Server down. Zum neuen Restart. Ja, gucken wir einfach mal.
was das so wird. So, also wie ihr auch schon ein paar Mal erklärt, guckt immer, dass ihr unterhalb vom Zombie seid bei so einem Hang. Weil ich habe bis jetzt immer das Problem gehabt, dass die Zombies von unten super gut hochschlagen können, aber man selber von oben nicht runter, ja doch von oben nicht runter oder die Zombies nicht trifft. Das Problem hatte ich bis jetzt immer. Wobei, wenn die Zombies von oben runterschlagen, die treffen leider immer. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, sogar besser, wie wenn die unter einem stehen. So, übrigens haben wir wieder Hunger angeblich. Oh Gott, ja, eben waren wir noch so vollgefressen angeblich, dass wir nicht wirklich irgendwas machen konnten. Und jetzt hier, weiß nicht. Ja, also das Kochsystem mittlerweile, das feiere ich trotzdem immer noch. Es ist auch eigentlich relativ gut. Das Problem ist halt am Anfang, man hat nicht die Zeit oder es geht einfach nicht beim Kochen. Also ich habe jetzt mittlerweile, okay, die Dinger kann ich anscheinend jetzt alles schon ohne, ne, ohne Kochbuch. Ich weiß nicht, ob die jeder direkt von Anfang an kann. So, dann gucken wir mal. Okay, die Jungen, die haben einen Fall gefressen. Och Mann, egal, weiter geht's. Na, wir kommen zumindest jetzt gleich auf die Straße, wenn wir Glück haben, die runter in die City führt. Ich sage, müssen wir hoffen, dass wir da irgendwie einen Sitz finden, das wäre zumindest mal ja schön. Aber leider funktioniert das hier auch alles gerade nicht so, wie ich es gern hätte. Das ist. Ich sage, das mit dem, das ist echt so ein Scheiß mit dem Finden von Sitzen ist, weiß nicht. Also ich meine, ich finde das ganze System mit den zusammenbaubaren Autos finde ich super gut. Das Problem ist nur, wenn man halt irgendwie keine Teile findet, ne? Und bei uns auf dem Server ist es ja zurzeit so, dass die Fahrzeuge nach 7 Tagen despawnen, wenn sie nicht bewegt werden. Ich hoffe, das Schieben zählt dazu. Müsste aber, glaube ich. Weil sonst wäre das Auto wahrscheinlich schon längst weg. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt 7 Tage Zeit, das blöde Auto wieder hinzukriegen. Wir haben jetzt zumindest schon mal einen Wagenheber, eine Batterie und Sprit. Was ja schon mal ein großer Vorteil ist. Wenn wir es dann jetzt noch schaffen, Fahrersitz zu finden, wäre ich äußerst glücklich.
Ansonsten, ich habe keine Ahnung, wo wir sonst noch einen Fahrersitz finden sollten. Nein, das ist. Also man kann rein theoretisch, praktisch und so den Fahrersitz überall finden, aber es ist halt wirklich gerade zurzeit eine Glückssache, ne? Fahrersitze sind irgendwie Mangelware. Und das Problem ist ja auch, wir hatten ja letztens irgendwo in der Garage einen Fahrersitz und ich Depp habe ihn stehen lassen, weil ich der Meinung war, wir hätten schon einen im Auto. Also das war nicht so wirklich clever. Da steht die nächste. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die andere nicht auch noch mitkommt. So, und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwo hier rüberkommen. Wäre zumindest sehr schön. In A0 kommt jetzt gleich der Drop. So, wir sind zumindest schon mal in der Nähe. Ja, doch, wir können. Ich glaube, Teile des Städtchens schon sehen. Das wäre sehr schön. Ja. Oh, und da ist der Restart. Wir haben es 8 Uhr. Ja, ich würde sagen. Wir belassen es dann heute dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder. Und ja, ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Ansonsten bleibt mir euch nur noch einen schönen Nachmittag zu wünschen. Und ich hoffe, bis zur nächsten Folge. Ich sage erstmal ciao. Der Falli.